Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Unser Sachsen, der schönste deutsche Freistaat. Sächsische Heimat, lebenswert, lebenswert, unterhaltenswert. Tolle Wälder, tolle Landschaften. Hier kann man super laufen. Aber abends laufe ich seit kurzem ja nur noch mit der Laufgruppe. Sachsen ist schön. Sachsen ist klasse. Vor allen Dingen für meine Kinder. Wir müssen natürlich davon arbeiten, dass das so bleibt. Ich würde mir wünschen, dass es wieder so ist wie vor 4 Jahren. Geben Sie zur Landtagswahl am 1. September 2019 die Erst- und die Zweitstimme der AfD. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Es ist unsere Heimat. Es ist unser Sachsen. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht zur Landtagswahl 2019 und geben Sie am 1. September Ihre Stimme ab. Eine Initiative der ARIS, der Arbeitsgemeinschaft Regionalfernsehveranstalter in Sachsen. Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. So geht's nicht weiter. Aber wir können eine ganze Menge bewegen. Es geht um die Zukunft von Sachsen und von uns allen. Zuhören, verstehen und umsetzen. Ich möchte, dass wir den ländlichen Raum stärken. Wir werden mehr investieren in Infrastruktur und in Forschung und Entwicklung. Lasst uns hier gemeinsam was machen. Damit wir auch in Zukunft vorn dabei sind. Kinder sind einfach großartig. Für unsere Kinder arbeiten wir. Das ist alle Mühe wert. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen. Ich möchte, dass Sachsen zu einem der sichersten Länder wird. Beim Thema Sicherheit machen wir keine Kompromisse. Ich arbeite dafür, dass Vernunft und Anstand gilt. Und dafür brauche ich Ihre Stimme. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 26. August. Schön, dass Sie auch in der neuen Woche wieder dabei sind. Wir beginnen die gemeinsame halbe Stunde mit ersten Kurznachrichten vom Tag. Seit vergangenem Mittwoch wird die 15-jährige Lara Janitz aus Hoyerswerda vermisst. Mehr dazu jetzt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mädchen aus Hoyerswerda. Bereits seit vergangenem Mittwoch wird die 15 Jahre alte Lara Janitz vermisst. Das Mädchen kehrte am frühen Abend nicht in das Haus der Eltern am Stadtrand zurück, nachdem es zuletzt am Bahnhof in Hoyerswerda gesehen worden war. Lara könnte sich derzeit in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden. Lara ist ca. 1,60 Meter groß, schmächtig, hat langes, glattes, blondes Haar, einen blassen Ton und bläulich-grüne Augen. Die Vermisste trug zuletzt eine weiß gepunktete graue Jacke, einen grauen mit Daumenlöchern und Knöpfen versehenen Pullover, eine schmale schwarze Jeans, schwarze Nike-Turnschuhe sowie einen roten Puma-Turnbeutel. Wer Lara gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hoyerswerda unter der Rufnummer 03571 46 50 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Unter der Marke MCR Engineering Lausitz wird die LEA künftig Leistungen in den Bereichen Maschinen- und Stahlbau sowie der Wartung und Instandhaltung für Industriekunden anbieten.
Die zentrale Lage und eine moderne Infrastruktur seien beste Voraussetzungen für die Geschäftserweiterung, teilte der Leiter der Leak-Hauptwerkstatt, Jürgen Potzun, beim Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag mit. Mit rund 300 Mitarbeitern und einem modernen Maschinenpark soll ein Lausitzer Kompetenzzentrum für Instandhaltung aufgebaut werden. Genutzt wird die 26.000 Quadratmeter große Halle der Hauptwerkstatt im Industriepark Schwarze Pumpe. Dort soll die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen jeglicher Art wie Diesel- und Elektrolokomotiven und Güterwagen erfolgen. Mit dem Kooperationspartner Waggonwerk Brühl, einem der größten deutschen Güterwagen-Eigentümer, hat MCR Engineering einen Vertrag über die Revision und Instandsetzung von Containergüterwagen abgeschlossen. Das ist nicht nur ein wichtiger Entwicklungsfaktor für den Industriestandort, sondern sichert auch vor dem Hintergrund des in Deutschland beschlossenen Kohleausstiegs langfristig Industriearbeitsplätze, zeigt sich Potzun zuversichtlich. Der neu gewählte Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Urso von der CDU ist am Sonnabend feierlich in sein Amt eingeführt worden. Er hatte sich im zweiten Wahlgang gegen den AfD-Bewerber Sebastian Wippel durchgesetzt. Dies, nachdem die beiden Kandidaten von den Grünen und den Linken verzichtet hatten, um ein AfD-Standoberhaupt zu verhindern. Als jüngste Stadträtin nahm ihm Jana Lübeck den Amtseid ab und legte ihm die Amtskette um. Urso betonte in seiner Antrittsrede, dass er die Bürgerbeteiligung weiter stärken wolle. Seine politischen Kontrahenten rief er auf, die Zusammenarbeit zu suchen. Urso rannte Bevölkerungswachstum und Steigerung des Durchschnittseinkommens als Ziele seiner bevorstehenden Amtszeit. Weiterhin wolle er daran arbeiten, dass Görlitz sicherer, sauberer und ordentlicher werde. Zu den ersten Gratulanten zählte der Bürgermeister von Skorzelec, Rafael Gronitsch. Am Sonntagnachmittag konnten die Kameraden der Ortsfeuerwehr Schirgiswalde ihr neues Gerätehaus an der Bahnhofstraße einweihen. In dem Spritzenhaus sind moderne Fahrzeugstellplätze und Sozialräume entstanden. Die Summe von rund 1,7 Millionen Euro wurde zum großen Teil vom Freistaat unter anderem wegen des Ersatzneubaus aufgrund der Hochwasserschäden gefördert. Der Pfarrer aus Wehrsdorf segnete das Haus. Die Schlüsselübergabe war symbolisch, denn den Schlüssel dürfen die Kameraden verspeisen. In Stolpen ist am Wochenende die Apfelernte in Sachsen offiziell gestartet worden. Leider müssen die Apfelerzeuger auch in diesem Jahr und damit das dritte Mal in Folge Ertragseinbußen aufgrund widriger Witterungsverhältnisse verzeichnen. Massive Hagelschäden schmälern die Ernte voraussichtlich um nahezu ein Viertel, sodass nur 70.000 Tonnen Äpfel als Ernte erwartet werden. In normalen Jahren werden rund 90.000 Tonnen erreicht. Am Freitag öffnete das Mehrgenerationenhaus im Trägerschaft der RAA Sachsen seine Türen für Besucher. Die Entwicklung sei, so Koordinator Silvio Thieme, sehr positiv. So ist die Auslastung der Räume fast erreicht und die über 25 Kurse sind gut besucht. Am Samstag steht auch der Städtewettkampf Nummer 5 auf dem Programm. Die Grundidee dabei ist, Jugendliche aus Bernsdorf und Umgebung zusammenzubringen und Vereinen die Möglichkeit zu eröffnen, Mitglieder zu werben. Mittlerweile ist der Städtewettkampf fester Bestandteil im jährlichen Bernsdorfer Veranstaltungskalender. Insgesamt 57 Teilnehmer wetteiferten in 13 Gruppen um den Sieg. So galt es unter anderem im Dreierlauf ein Hindernis zu überwinden, Tretboot zu fahren und zu schwimmen. Letztlich gewann die Kindergruppe Klein von der Jugendfeuerwehr Bernsdorf in der Altersklasse bis 14 Jahre. Die Gruppe Belarus aus Weißrussland konnte sich über den Sieg in der Altersklasse über 14 Jahren freuen. Die Jugendlichen aus Weißrussland hatten innerhalb der Initiative Kinder aus Tschernobyl einen mehrwöchigen Erholungsurlaub in der Region verbracht. Am Sonntag ging es wieder zurück in die Heimat. Seit Montag verstärken 165 neue Finanzbeamte aus Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt die Finanzämter ihrer Länder sowie das Bundeszentralamt für Steuern. Die Diplome und Laufbahnprüfungszeugnisse werden jetzt überreicht. Es besteht eine langjährige Ausbildungskooperation der Fachhochschule mit den drei Ländern und dem Bund. Wer an der Ausbildung in der Finanzverwaltung Interesse hat, kann sich bis zum 31. Oktober für das im September 2020 beginnende Studium zum Diplom-Finanzwirt bewerben. Mehr Informationen dazu finden Sie im Internet unter steuer-deine-zukunft.de.
Insgesamt 2.972 Millionen Euro betrugen die Auftragseingänge im ersten Halbjahr in den Unternehmen des sächsischen Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Personen. Das sind 11,5% mehr als im ersten Halbjahr 2018. Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, erwirtschafteten die Betriebe einen Gesamtumsatz in Höhe von über 2.500 Millionen Euro und damit 14,4% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Pflegeleicht sind sie und quietschebunt, die neuen Bewohner im Naturschutztierpark Görlitz-Skorzelitz. Insgesamt 7 Tiere aus glasfasergestärktem Kunststoff gastieren vorübergehend auf der Bühne an der Festwiese. Die kreative Gestaltung der Figuren übernahm jeweils eine Kita des Landkreises sowie die Förderschule in Königshofen. Die jüngste Generation für unsere Tierwelt und den Artenschutz zu begeistern, ist eines der Hauptanliegen des Görlitzer Tierparks, der die Aktion gern unterstützt. Eine kleine Rundreise haben die Tiere bereits hinter sich. Von dem Dorffestspielen in Königshofen ging es über den Neiße-Park nun in den Tierpark. Anschließend werden sie ihren Weg in die jeweiligen Einrichtungen zurückfinden, um dort sesshaft zu werden. Im Hoyerswerda Familienpark fand am Samstagabend die dritte Mitsingenacht der Lebensräume Hoyerswerda statt. In diesem Jahr kamen über 500 Besucher zum gemeinsamen Singen zusammen. Mit Liedern von Udo Lindenberg, Genghis Khan und Peter Maffay wurde der Abend ordentlich eingeheizt. Auch die Kleinsten kamen in diesem Jahr ordentlich auf ihre Kosten. Meine Kollegin Vanessa Ulbricht hat sich unter den größten Chor der Stadt gemischt. Hörst du die Regenwürmer husten? Wenn sie durchs dunkle Erdreich ziehen, wie sie sich wenden, um zu verschwinden, auf nimmer, nimmer wiedersehen. Und wo sie waren, da ist ein Loch, Loch, Loch. Und wenn sie wiederkommen, immer wieder sehen.
eigentlich wollte ich den Anfang nochmal sagen, ne? Ja. Andere, die sind mehr, du hast keine Chance. Sie soll nicht böse sein, rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie nah. Rote Lippen sind im siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich habe mir gedacht, rote Lippen soll man küssen bei Tag. Nach einer kurzen Pause sind wir mit weiteren Meldungen vom Tag für Sie zurück. Bleiben Sie also dran. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Platz für die Familie. Für Sie umgebaut. 2 3-Raum zu einer großzügigen 5-Raum-Wohnung mit 2 Bädern, Wohnküche und 2 Balkonen. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Weiter geht es bei uns mit den Meldungen aus dem Polizeibericht. Ein Vorfahrtsfehler war der Grund für einen Unfall am Sonntagabend in Zittau auf der Dresdner Straße Ecke Rietschelstraße. Laut Polizei missachtete dabei der Fahrer eines weißen Citroën auf der Rietschelstraße die Vorfahrt eines silbernen BMW auf der B96. Er knallte mit voller Wucht dagegen. Glück im Unglück, es gab keine Verletzten.
Am Sonntagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Unfall auf der B96 bei Oppach. Die Fahrerin eines Hyundai wollte einem Tier ausweichen und ist dabei von der Straße abgekommen. Das Auto blieb in einem Graben stehen. Die Frau und ihre Tochter wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt. Die B96 war für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Zu einem Großbrand kam es am Sonntagabend im polnischen Siernawka direkt hinter der Grenze. Gegen 19 Uhr brannte ein Wohnwagen an einer Holzhütte. Auch sie fing innerhalb von wenigen Minuten Feuer. Feuerwehren aus Siernawka und Porajow waren im Einsatz. An die Brandstelle grenzte ein Gehege mit Tieren, die in Sicherheit gebracht werden konnten. Wie es zu dem Feuer kam, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Zu einem Verkehrsunfall kam es Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf dem Zittauer Stadtring Höhe Stadtbad. Bei einem Spurwechsel sind zwei PKWs kollidiert. Eine Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, die andere erlitt einen Schock. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die B96 war etwa 30 Minuten halbseitig gesperrt. Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr hatten Anwohner der Spreegasse in Bautzen einen ungewöhnlichen Film auf der Spree bemerkt. Es war kein Öl, wie die alarmierte Feuerwehr feststellte. Zur Sicherheit wurde trotzdem eine Ölsperre errichtet. Das Umweltamt hat Proben genommen, um festzustellen, um was es sich bei der Flüssigkeit genau handelt. Im Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda hat es Montagmittag gebrannt. Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Rauch drang aus der Bibliothek und einem angrenzenden WC. Gelöscht werden brauchte offenbar nicht heftig, denn auf das Entfernen des Restbrandgutes und das Be- und Entlüften der Räume beschränkte sich die Arbeit der Kameraden, so die Mitteilung. Zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden dem Rettungsdienst übergeben. Die Ermittlung der Brandursache ist durch die Polizei eingeleitet worden. Eine 20-Jährige ist am vergangenen Freitag mit ihrem Skoda im Kreisverkehr auf der Straße des Friedens in Weißwasser in Höhe der Parkplatzausfahrt des Einkaufsmarktes von einem Renault Twingo gerammt worden. Sie hatte, da sie sich im Kreisverkehr befand, Vorfahrt. Der unbekannte Renault verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, vor allem dem Twingo-Fahrer, machen können, werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 2620 im Polizeirevier Weißwasser oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Wir schauen noch einmal auf die Verbrauchertipps und sind dann mit dem historischen Kalenderblatt, den Veranstaltungstipps und den Wetteraussichten für Sie zurück. Bis gleich. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassen-Card. www.sparkassen-einkaufswelt.de. Wie lässt sich das Wetter am besten beschreiben? Natürlich mit Fotos. Ob Regen, Sonne oder Schnee. Das Handy gezückt und eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 25. August 1846 wurde der Kamenzer Ehrenbürger Wilhelm Weiße geboren. Der grüne Daumen war ihm beschieden und schon mit 26 Jahren eröffnete er seine Kunst- und Handelsgärtnerei. Besondere Verdienste erwarb sich Weiße bei der Koniferenzucht, für die er überregional berühmt und sogar zum königlichen Hoflieferanten ernannt wurde. Aus Nordamerika wurden ihm einst Samen der Blaufichte geschickt,
Dank seiner klimatisch guten Kenntnisse konnte der Gärtnermeister die Bäume vermehren und schuf am Hutberg den ersten blauen Wald Deutschlands. Aus der Vergrößerung seines Betriebes ging übrigens der heutige Volkspark hervor. 1903 wurde Wilhelm Weiße zum Ehrenbürger ernannt. Am 19. Juli 1916 verstarb er in seiner Heimatstadt Kamenz. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda am Dienstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Mit dem NHV kann am Dienstag auch wieder gekickelt werden. Los geht's da um 10 Uhr in der Anlage am Jahnstadion. Der Nachbarschaftshilfeverein, der hilft auch am Dienstag wieder beim Umgang mit PC und Co. Die Computerhilfe bekommen Sie von 9 bis 13 Uhr im Plauderstübchen der Cafeteria der AWO in der Münzerstraße in Hoyerswerda. Die Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda, die bietet am Dienstag ab 13 Uhr wieder die Hausaufgabenhilfe in der Learning Group. Ab 14 Uhr gibt es alles rund um die Ernährung im Garten. Es kann auch in der Holzwerkstatt gebastelt werden. Die AG Schach im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Dienstag ab 14 Uhr Anfänger und Fortgeschrittene zum Mitmachen ein. Geöffnet hat auch die Kreativwerkstatt. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda ist am Dienstag Game-Tag. Dazu können die offenen Hausangebote und ab 15 Uhr der Internetpoint genutzt werden. Bei der Volkssolidarität in Hoyerswerda im Haus der Parität in der Mannstraße öffnet am Dienstag um 14 Uhr das Handarbeitsstübchen. In Lauter macht der NHV um 14 Uhr das Stell dich ein in der Einsteinstraße auf. Es ist am Dienstag Spielenachmittag. Um 15 Uhr öffnet dann am Dienstag die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt des NHV in der Einsteinstraße 47 in Hoyerswerda im Haus C. Sie können am Dienstag in Neusalza-Spremberg Blut spenden von 15 bis 19 Uhr in der Stadtverwaltung. Blut spenden geht auch in Burgau von 15.30 Uhr bis 19 Uhr am Dienstag im Bürgerhaus. Und der NHV lädt am Dienstag ab 18.30 Uhr zur Gymnastikstunde in die Turnhalle der Lindenschule in Hoyerswerda ein. Bei jedem Wetter, egal ob Sonne oder Regen, zentrumsnah wohnen mit fairen Mieten. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Nachts klar und trocken, die Tiefstwerte liegen um 17 Grad. Am Dienstag meist heiter, am Nachmittag und Abend auch mächtigere Quellwolken und lokal sind Schauer und Hitzegewitter möglich. Es wird auch am Dienstag wieder schwül mit Höchstwerten bis 32 Grad. Der Wind weht eher schwach. Auch am Mittwoch heiter und dazu ebenfalls 32 Grad maximal. Am Donnerstag ebenfalls wieder viel Sonne und Höchstwerte bis 32 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Alle Nachrichten gibt es natürlich auch online auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Wir wünschen Ihnen noch einen entspannten Abend und sagen Tschüss, bis morgen.